Herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Es ist jetzt ein paar Tage her, seitdem ich gespielt habe. Deswegen muss ich mich erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden, was hier gerade in meiner Stadt abgeht. Ich weiß noch, wir haben letztes Mal dieses tolle Autobahnkreuz gemacht, was auch ziemlich lange gedauert hat. Und eigentlich müssten wir das hier genauso machen, aber da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Deswegen machen wir erstmal was anderes. Wäre auch ein bisschen langweilig zum Zusehen, direkt hintereinander. Und wie uns direkt ins Auge sticht, unsere tolle Mülldeponie ist ja voll. Die andere ist auch schon zu 30% voll. Aber wir können ja schon die Müllverbrennungsanlagen bauen. Und ich glaube, das machen wir direkt auch mal. Packen wir schon mal hier eine hin. Ich will jetzt mal ausprobieren, ob die das von dieser abholen, wenn ich sage, genau, in andere Einrichtungen entlernen. Jetzt weiß ich nicht, ob der das einfach in die andere Mülldeponie schiebt. Oder direkt in die Müllverbrennungsanlage. Mein Ziel ist auf jeden Fall nachher alles, die ganzen Mülldeponien wegzukriegen. Die finde ich nämlich irgendwie blöd. Auch wenn das jetzt nicht die sauberste Lösung ist, aber naja. Besser als dauerhaft im Müll da rumstehen zu haben. Schauen wir uns doch mal um. Wie sieht es denn mit Strom aus? Was haben wir da? Da sind wir noch voll im grünen Bereich. Wasser ist auch noch okay. Darum haben wir uns gerade gekümmert. Aber wenn wir jetzt mal schauen, wie das mit der Zeit aussieht, mit dem Müllverbrennungsstatus dort. Ob das ausreicht. So, Krematorium. Können wir noch gar nicht bauen, okay. Oh Gott. Friedhof ist auch noch alles im grünen Bereich. Das wird vielleicht nicht so oft gegen das Mikro kommen. Was haben wir noch? Feuersicherheit, ja gut. Dann müssten wir hier, wenn wir hier noch weiter bauen, noch eine, wie heißt's? Feuerwache hinbauen, genau. So. Und hier oben dann, wenn ich da jetzt noch weiter ausbaue. Ich weiß gar nicht, ob das nötig ist. Wir gucken einfach mal. Gefängnis. Gefängnis können wir bauen, oder? Polizeihauptquartier? Nein, wir brauchen ein Gefängnis. 120.000 und 2.400 pro Woche. Jawohl. Wie viel passen denn da rein? Da dürfte eins reichen erstmal, ne? Gefängniskapazität. Das heißt, dass in den Wachen auch irgendwelche Knister sind. Das Knister, die Mehrzahl, ich weiß nicht. Was war denn jetzt das Bullenrevier da? Genau, 20 passen da rein. Dann lassen wir es erstmal. Brauchen wir noch kein Gefängnis. Das reicht erstmal noch, denke ich. Ja, das Ding hier ist ja immer noch leider voll mit Müll und so was, weil da keiner hinkommt. Aber ich kann auch keine Straßenanbindung mehr bauen. Das nervt mich so richtig. Oh, hier rollen die Laster aus. Ich hoffe, das macht jetzt nicht zu viel Stau, die ganzen blöden Dinger hier. Komm, mach mal die Ampel da weg. Hallo? Ah, nee. Warte mal. Wieso kann ich denn... Mach ich irgendwas falsch? Ja. Ich hätte gern... Bin ich jetzt gerade blöd? Ach, seit wann ist das denn so? Oh, jetzt kann ich hier... Oh. Oh, das ist ja geil. Ist das jetzt irgendwie gerade neu oder habe ich es vorher einfach nicht gesehen? Das ist ja awesome. Das heißt, ich kann hier die... So. Und dann kann ich hier ein Stoppschild hinmachen, dass die hier Vorfahrt gewähren müssen, damit die Hauptstraße besser funktioniert. Oh, das ist ja geil. Damit kann man das ja richtig gut machen. Aber jetzt will ich mal eben ausprobieren. Ich hatte doch hier oben diese Einbahnstraße. Kann ich hier nochmal ein bisschen besser einstellen, wo die hinfahren dürfen? Ne, irgendwie nicht. Schade. Ich würde einfach gerne, eigentlich gerne sagen, dass die nur nach rechts dürfen. Das fände ich irgendwie deutlich besser. Gucke ich mal eben hier, ob ich die... Ich muss mal darauf achten, ob der Verkehr sich jetzt hier irgendwo staut, weil irgendwie wird es hier gerade ziemlich voll, habe ich das Gefühl. Ist hier noch eine Ampel? Wurden die ganzen Ampeln jetzt zurückgesetzt? Weil hier will ich keine Ampel haben. Hier mache ich aber ein Stoppschild hin. Das finde ich realistisch. Hier genauso.
Manchmal funktioniert das irgendwie mit dem Klick nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Das hier machen wir auch weg. Auch hier ein Stoppschild hin. Aber das heißt ja, dass die dann jedes Mal dort stehen bleiben, ne? Das könnte natürlich auch zu Stau führen. Warten wir einfach mal ab, wie das jetzt hier aussieht. Hier ist, blöd. Guck mal, so rollt auch der Verkehr. Ich glaube... Sollte ich hier noch eine Verbindung hinmachen? Gott. Oder hier noch eine direkt zur Autobahn. Den will ich auch weg haben. Aber hier war wieder ein Stoppschild hin. Das läuft jetzt auch wieder flüssiger. Sehr gut, sehr gut. Die große Kreuzung. Ja, eigentlich müsste ich die lassen. Aber das läuft im Moment noch. Hier brauchen wir keine. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ja, ja, neues Gebiet verfügbar. Ich weiß, ich weiß. Ich kann jetzt große Wohngebiete und sowas machen. Die Frage ist, wie mache ich das? Ich wollte das eigentlich ein bisschen separat machen. Also nicht hier direkt in meiner Innenstadt. Sondern irgendwo außerhalb. Oh, hier sind da Gleise. Gut zu wissen. Dafür brauchen wir aber auf jeden Fall Autobahn in der Nähe, weil sonst gibt es einen kompletten Verkehrszusammenbruch. Ich würde mal gucken, nein, ich kann auch nichts Neues kaufen. Schade, schade. Vielleicht fange ich hier am besten damit an. Weil hier habe ich direkt das Autobahnkreuz um die Ecke. Kann direkt Anbindung bauen. Ich glaube, das wäre echt am besten. Aber erstmal will ich hier noch auffüllen. Und dort. Und wir brauchen ein bisschen Industrie, sehe ich. Aber auch nur ein bisschen. Achso, da hatte ich das Stoppschild hingemacht. Ja, das staut sich schon ein bisschen zu viel. Vielleicht sollte ich noch eine zweite, weil da fahren ja alle her. Alle, die nach links und alle, die nach rechts wollen. Vielleicht mache ich hier eine Einbahnstraße hin hier rüber. Zur Autobahn, damit die dort lang fahren. Vielleicht macht das in irgendeiner Weise Sinn. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, noch läuft's ja. Wir lassen das ja erstmal so. Das Ding will ich hier aber jetzt mal endlich weg haben. Das ist unschön. Und deswegen... Ja, ja. Machen wir das jetzt erstmal weg. Ja, ja, ihr seid alle traurig, ich weiß. Aber wir bauen das jetzt nochmal neu dahin. Eigentlich ungern an den Kreisverkehr. Ich mache das, glaube ich, hier oben rein. So. So. Okay, das geht nicht. So. So. Dann mache ich nämlich hier jetzt. Parksachen sind hier. Welcher war das denn jetzt nochmal? Was ist der? Das war der, ne? So. Dann kommen da nämlich auch die Bearbeitungssachen hin. Stromnetz, was willst du von mir? Wieso separate Stromnetze? Ist alles gut? Ja, doch. Keine Ahnung, was das Ding will. Ich weiß nicht. So, die Wege waren hier. Dann baue ich hier schöne Wege wieder hin. Okay. Dann halt so. Dann machen wir das aber auch hier hin. Ja, sieht fast schön aus. Reicht aber. So, und dann noch einen Weg hin. Dann haben wir das mit der Kriminalität nämlich auch gelöst. Was ist das denn hier so am Stürmen? Ist gerade ein Blitz eingeschlagen? Ich hab Angst. So, ein bisschen Industrie brauchen wir noch. Ich will ja eigentlich... Will ich hier noch was dran bauen? Die Straße ist ein bisschen überlastet, habe ich das Gefühl. Ich glaube, ich mache diese Straße breiter.
damit das Abbiegen leichter wird. Mache ich mal hier vierspurig hin. Nicht mit Fahrradwegen, sondern mit dem Grünstreifen. Dafür müssen die weichen, aber ich glaube, das ist deutlich besser. Und diese Ampel da muss weg. Die nervt. Dann staut sich das nicht wenig, wenigstens nicht nur auf einer Spur dort. Könnte helfen. Ich hoffe es zumindest. Verdammt, ich sehe gar nicht, wie lange ich aufnehme. Uncool. Muss ich das jetzt abschätzen oder was? Na gut, geht schon irgendwie. So, was hast du für ein Problem? So kann ich das nicht anklicken. So, weil ich im Straßenmenü bin. Nicht genügend gebildete Arbeiter, ja. Bildung, genau, genau. Da müssen wir mal eben nachschauen. Wir haben ja die Grundschulen hier. Da müssten wir da oben noch was hinpacken. Uni? Ne, nicht Uni. Das ist Oberschule, genau. Uni haben wir nämlich noch nicht. Die würde ich nämlich hier oben, glaube ich, hinpacken. Und ich überlege, ob ich dafür eine eigene Straße baue. Eine kleine. Oder an die Autobahn. Aber dann wäre das so direkt am Industriegebiet. Aber hier wollte ich auch noch eine Autobahnanbindung machen. Deswegen würde das passen. Ich glaube, die mache ich auch einfach mal eben. Machen wir hier eine große Straße dahin? Ja, machen wir. Wegen Autobahn. Das passt hier drunter, ja. Machen wir direkt mal einfach so. So. Und so. Und hier will ich dann aber auch nochmal die Einbahnstraßen machen. Ich finde das eigentlich recht nett. Wenn das so in dem... Geht das? So? So. Ja, da muss aber... Die beiden Ampeln müssen weg, sonst wird das nichts. Die große Ampel bleibt. Diese Ampel kommt weg. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ja, machen wir alles noch. Machen wir alles noch. Autobahn, Autobahn. Autobahnauffahrt, das ist ja schon. Die machen wir ganz klassisch. Mal hier hoch. Okay, machen wir doch anders. Ihr wisst ja, ich mag das nicht. Deswegen machen wir das so. Und gehen das jetzt selber hoch. Nee. So. So. Wie, das passt jetzt nicht. Was soll denn das? Dann wird es halt eine längere Auffahrt. Warum muss ich denn die ganze Zeit husten? Sehr ätzend. So. Mal dran. Runter und einmal da runter. So. Ich müssen wir schon eine kleine Kurve reinbauen irgendwie. Na, das sieht ja scheiße aus. Nee, das will ich so nicht. Kriege ich jetzt hier vielleicht die Verbindung einfach direkt gemacht? Ja, das ist jetzt in Ordnung. Ist in Ordnung. Kann man machen. Wieso? Ja, gerne machen wir so. Ja, ich weiß, dass ich neue Gebäude habe. Das müsst ihr mir nicht sagen. Das läuft so nicht. Dann müssen wir das so machen. Das ist doch in Ordnung. Brauchen wir keine Ampel? Brauchen wir keine Ampel? Wunderhübsch. Damit haben wir eine schöne zweite Auffahrt. Ja, ja.
Wieso ist eigentlich die ganze Zeit Nacht und es stürmt? Das ist doch wieder das größte Dreckswetter, was es gibt. Stimmt sowas. Was hatte ich denn jetzt vor? Ich wollte eine Uni bauen. Genau, eine Uni. Das mache ich jetzt auch. Kostet natürlich viel. 1920 Monate alt, aber wir kriegen im Moment ganz gut Geld rein. Deswegen macht das nicht so viel, aber ich will ja eine eigene Straße bauen. Wie mache ich das am besten? Mache ich eine kleine Straße? Reicht eigentlich, oder? So eine kleine Straße. Machen wir. Nee, ich mache keine Einbahnstraße, das finde ich blöd. Machen wir eine normale. Und was ein Stückchen hier rein. So. Die untersten müssen natürlich ein bisschen fahren, aber das ist bei einer Uni halt so, ne? So ist das nun mal. Das kann eigentlich so bleiben. Die können ja da hinten wenden, wenn sie wollen. Kein Strom. Okay. Ist ein Argument. Dann packen wir Strom da hinten. So, null Problemo. So, Wohngebiete sind alle mittlerweile schon wieder aufgebraucht. Was wir hatten, war Industrie, die wir brauchen. Die Frage ist, will ich jetzt hier hinten noch ein bisschen Industrie hinpacken? Eigentlich eher ungerne. Aber ich glaube, das mache ich mal. Ich glaube, das ist besser. Außerdem brauchen wir diese Ampel dort auch nicht. Ich glaube, ich mache lieber Industrie hier oben hin. Das ist, glaube ich, schöner. Machen wir das. Ich will dann immer so weit wie möglich eigentlich vom Wohngebiet weg haben. Weil das sieht immer blöd aus, finde ich. Mache ich hier eine breite Straße rein? Ne, eine breite Straße ist gar nicht notwendig hier, finde ich. Ja, doch wenigstens als Zugangsweg. Aber mit den Grünstreifen. So. Und ab hier machen wir dann mit den kleinen und Grünstreifen weiter. So, schön zum Wasser hin. Einfach mal ein bisschen bauen. Und auch eine schöne Querstraße hier rein. Das kann voll bleiben da. Oder mache ich. Geht das? Geht tatsächlich. Da könnte man sogar noch am Seeweg dann anschließen. Vielleicht funktioniert das dann ja sogar. Hätte ich nichts gegen. So, auf jeden Fall ein bisschen Industrie. Ja, schön. Alles schön auffüllen hier. Damit sollte der Bedarf erstmal wieder gedeckt sein. Die werden dann erstmal wieder nach Arbeitern verlangen. Und vor allem Strom. Wasser haben sie. Zumindest zum größten Teil. Mal gucken, ob das reicht. Sonst muss ich hier gleich noch so ein. Das hier reicht auf jeden Fall nicht. Deswegen machen wir das so. Müssten wir gleich auch mal was Neues bauen. So, wie sieht das denn hier aus? Müllverbrennungs. Der Speicher, Kapazität. Müllverbrennung, bla bla. Jawohl, wir bräuchten dann jetzt eigentlich noch drei weitere Müllverbrennungsanlagen, damit die Müllproduktion quasi überdeckt ist. Weil sonst kriegen wir das ja niemals verbrannt alles. Aber die werde ich nicht alle. Oh, wie ist das alles so verschmockt hier? Sag mal, wann wird es eigentlich mal wieder Tag? Ich habe das Gefühl, ich spiele hier nur in der Nacht. Das kann doch nicht sein. Geht das? Ne, das geht nicht. Wie komme ich denn jetzt mit dem Strom darüber? Gehen wir mal über Umwege.
Reicht das? Ja, reicht. Sehr schön. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich gerade für ein Problem hatte. Ach, guck mal, es wird Tag. Genau. Der Dunstkreis hier ist mir ein bisschen zu groß eigentlich. Das gefällt mir nicht. Aber wir brauchen die Dinger halt. Da führt leider kein Weg dran vorbei. Und hier brauchen wir auch noch was. Hier packe ich auf jeden Fall auch noch eine hin. Wenn nicht sogar zwei. Na, warten wir erstmal ab. 51, 77, jetzt die Frage. Ich glaube, die schiffen das nur hier rüber. Kann das sein? Das ist bewegen. Budgetfenster, bla bla, brauchen wir nicht. Hier oben packen wir auch eine hin. Da machen wir auch noch eine kleine eigene Straße für. Kleine Abzweigung. So. Und so. Macht euch das traurig. Muss aber sein. Theoretisch kann ich da jetzt auch noch einen hinsetzen. Okay, wir haben jetzt irgendwie viel mehr Müll als vorher. Cool, cool. Naja. So, Wohngebietnachfrage haben wir. Das sehe ich doch eigentlich ganz gerne. Deswegen werden wir hier auch ein bisschen weiter Wohngebiet ausbauen, glaube ich. Oder hier. Machen wir erstmal hier. So. Schön mit dem Bäumchen hier. Gehen wir die Rundung weiter hier. Oh. Nee, ist. Das war blöd. So. Ja, manche müssen dann halt im Industriegebiet wohnen. Das sind halt die nicht so gut Verdiener. Gibt's halt. So, na, na. So. Und jetzt hier drinnen noch. Erstmal hier noch eine Verbindung bauen. Und hier, damit wir von hier aus nochmal hier hingehen können. Und hier. Der teilt das dann so blöd. Ich dachte, dann hätte der nur die eine Seite hier. Nee, dann finde ich das blöd. Dann will ich das nicht haben. Dann möchte ich das nicht. So. Die sollten aber eine Verbindung zu der... zum Gewerbegebiet haben eigentlich. Dann müssten die nicht komplett immer hier durchfahren. Komm, mach das eine mal weg. Die Verbindung sollte reichen, ja, ja. Sollte gehen. Dann heißt es mal wieder auffüllen. Warte mal, es ging doch damit viel schneller. Letztes Mal. Muss man ein bisschen aufpassen, wo man das alles rumsprüht. Will ich hier Gebiet haben? Ich glaube nicht. So. Ja, ja, ich bin am Sprühen. Ihr baut da schon so fleißig. Da machen wir auch was hin. Ja, hier schön auch. Gebiet. So. So, so, so. Das sieht doch gut aus. Dann könnten wir hier theoretisch auch nochmal Gewerbe oder sowas hinmachen, wenn es benötigt wird. Ein bisschen wird es ja benötigt. Die Frage ist, ob eher hier unten oder eher da oben. Das kann ich nicht sagen. Ich überlege gerade, ob ich hier noch eine große Straße hinbaue.
Einmal hier rüber. Ich glaube, das mache ich auch. So. Man muss diese Wohnung erstmal weichen, aber das ist egal. Die Ampel bleibt aus, ne? Ja, sehr schön. Und dann kommt hier noch ein bisschen Wohngebiet hin. Machen wir hier mal den Zugang. Nee. Einfach mal so rein. So. Nee. Ja. Ich weiß, das ist alles nicht perfekt. Aber ich finde das witzig so. Wenn das alles nicht so perfekt ist. Ich finde, dann entstehen immer die schönsten Stadtbilder. So. Packen wir das hier auch noch dazu. So. Die Hauptstraße lassen wir uns dann wieder für Gewerbegebiet offen. So, ne? Ja. So, ja. Das dachte ich mir schon, dass das nicht reicht. Ja. Einmal rüberziehen. Das machen wir genauso hier. Strom, seid ihr angebunden? Das ist gut. Müssen wir aber auch mal wieder was Neues bauen, sehe ich gerade. Da haben wir was. Noch irgendwo 20. Na los. Gib mir 20. Na, so. Da war es kurz da. Da habe ich mich nochmal kurz bewegt. Wie viel haben wir jetzt? Ja, eigentlich brauche ich noch mehr. Mehr. Oh, da oben ist das, was ich befürchtet hatte. Und jetzt schreien sie gerade nach Gewerbegebiet. Dann geben wir denen noch ein bisschen Gewerbegebiet hier oben hin. Übertreiben wir auch nicht so, machen wir erstmal das bisschen dort. So, wie sieht das denn hier aus? Die Müllreserven sind an der Grenze. Tja. Warum sind die hier nicht an der Grenze? Und hier? Auch ganz oben. Gut. Los, baut Häuser. Aber was wir brauchen, sind Parks. Die können wir direkt mal hier hinstellen. Guck mal, der passt doch. Den packen wir einfach mal direkt dahin. Ja, Musik, geh du mal ein bisschen ab da. Packen wir hier noch so einen Park hin. Wir wollen eigentlich auch noch einen Park haben, aber das reicht erstmal. Vielleicht noch irgendwo einer hin. Geben wir denen noch ein bisschen was zum Spielen hier. So. Wie macht das die Laune? Ja, ein bisschen verbessert das schon mal. Das ist schon mal in Ordnung. Und hier oben können wir eigentlich direkt auch noch einen reinpacken. Was will ich da haben? Ein Platz mit Picknicktischen. Das hört sich doch toll an. Nee, nicht so. Machen wir einfach mal mitten rein da. Sehr schön. Feuerwehr. Ja. Reicht erstmal. Ist in Ordnung so. Mann, so viele Müllverbrennungsanlagen kann ich gar nicht bauen, wie die hier an Müll produzieren. Da muss doch irgendwie eine andere Lösung geben. Aber ich wüsste jetzt keine. Aber nun gut. Das war mal wieder eine Folge. Es ist schon wieder vorbei. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.
Leider ist dieses Video schon zu Ende, doch hier sind noch ein paar andere Videos, die dich interessieren könnten. Und falls du Lust hast, kannst du mich natürlich auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.